Hallo und willkommen zu diesem Überblicksvideo zum Rechnen mit Zermen. In diesem Video möchte ich auf wichtige Aspekte im Umgang mit Zermen hinweisen. Das erste wäre das Erstellen von Termen aus einem Text heraus. Zum Beispiel das Dreifache einer unbekannten Zahl wird um 7 vermindert. Das Dreifache einer unbekannten Zahl, 3 mal x, wird um 7 vermindert. Also solche Terme aus Textangaben zu basteln. Mit diesen Termen lassen sich klarerweise auch Berechnungen anstellen. Zum Beispiel Berechnungen der Art a minus 3 mal b plus 2 mal a minus 5 mal b. Bei solchen Berechnungen ist darauf zu achten, dass man immer nur die gleichen Buchstaben miteinander verwerten darf. Das heißt, a plus 2a wäre in dem Fall 3a, minus 3b, minus 5b sind dann minus 8b. Bei Berechnungen der folgenden Art muss allerdings auch darauf geachtet werden, nicht immer nur gleiche Buchstaben miteinander zu addieren oder subtrahieren, sondern man muss auch noch auf die Hochzahl achten. Das heißt, ich darf hier nicht alle x-Terme miteinander addieren, sondern eigentlich hier bei diesem einfachen Beispiel nur x und 7x. Denn hier steht ein x Quadrat, hier steht ein x hoch 3. Also die darf ich nicht mehr addieren oder subtrahieren. Neben diesen einfachen Berechnungen gibt es dann durchaus auch Berechnungen, die schon etwas schwieriger werden, indem zum Beispiel Klammern dabei sind. Also zum Beispiel folgendermaßen 4x minus Klammer 8 minus 3x. Möchte ich diesen Term hier berechnen, muss ich zuerst diese Klammer hier wegbekommen. Vorsicht, ein Minus vor einer Klammer sorgt dafür, dass jedes Rechenzeichen in der Klammer gewechselt wird, weil dieses Minus ja zu diesem gesamten Term gehört. Ebenfalls achten bei Klammern muss man darauf, wenn man Klammern ausmultipliziert. Wie zum Beispiel hier x plus 7 mal y plus 3. Hat man es mit solchen Klammerausdrücken zu tun, muss man darauf achten, jeden Term mit jedem Term auszumultiplizieren. Also x muss ausmultipliziert werden mit y und 3, beziehungsweise 7 muss ebenfalls ausmultipliziert werden mit 7. Und 3. Das führt uns gleich zum nächsten Thema solcher Klammerausdrücke, nämlich einer ganz bestimmten Klasse solcher Klammerausdrücke. Und das wären diese berühmten binomischen Formeln. Die, wie gesagt, eine ganz bestimmte Klasse in Klammerausdrücken behandeln, nämlich die folgenden: a plus b mal a plus b, a minus b mal a minus b, beziehungsweise a plus b mal a minus b. Berechnet man diese Klammerausdrücke nach der eben vorgestellten Regel, das heißt, jedes muss mit jedem multipliziert werden, so stellt man fest, a mal a ist a Quadrat, a mal b plus b mal a ergibt 2ab und b mal b ergibt b Quadrat. Genauso bei a minus b mal a minus b. A mal a gibt a Quadrat, minus b mal minus b ergibt ebenfalls wieder plus b Quadrat. Das heißt, hier sind diese beiden Formeln noch baugleich. Allerdings dieses gemischte Glied in der Mitte,
a mal minus b minus b mal a ergibt gesamt minus 2ab. Die dritte binomische Formel wird noch einmal etwas kürzer. Beginnen wir wieder mit den quadrierten Termen zu Beginn und zum Schluss. A mal a ergibt a Quadrat. Plus b mal minus b ergibt minus b Quadrat. Die gemischten Terme a mal minus b und a mal plus b heben sich auf. Um die Formeln jetzt noch zu vervollständigen, ich hätte natürlich auch kürzer schreiben können, a plus b mal a plus b ist ja nichts anderes als a plus b zum Quadrat, beziehungsweise a minus b mal a minus b ist ja a minus b zum Quadrat. Und nun haben wir sie in der bekannten Form dastehen. Mit diesen binomischen Formeln kann man Terme faktorisieren. Das Faktorisieren von Termen funktioniert entweder also mit diesen binomischen Formeln oder mit der Technik des Heraushebens. Ich möchte mal mit der binomischen Formel beginnen. X² minus 2x plus 1, diesen Term hier, den kann man faktorisieren, das heißt in ein Produkt von Faktoren verwandeln. Sieht man sich diesen Term an, so erkennt man, der hat ja ziemlich genau diese Struktur hier. Das heißt, wir können versuchen, ob wir nicht diese binomische Formel a minus b Quadrat hier finden in diesem Term. A wäre jetzt in unserem Fall x und da hinten ein 1er steht, muss auch hier ein 1er stehen, denn 1 zum Quadrat ist 1. Das gemischte Glied müssen wir allerdings auch noch überprüfen, denn es darf ja nicht nur x Quadrat und 1 stimmen, sondern es muss ja auch dieses minus 2 mal x stimmen. Laut der Formel minus 2 mal a mal b, also minus 2 mal x mal 1 ist genau minus 2 mal x, also richtig faktorisiert mit der binomischen Formel. Ebenfalls faktorisieren kann man auch durch Herausheben, zum Beispiel der Term 4 mal x hoch 3 plus 8 mal x. Hier kann ich auch sehr schön faktorisieren, indem ich den Faktor 4, der sowohl im 4er als im 8er steckt, heraushebe, als auch den Faktor x heraushebe. Bleibt aus diesem Term x² und aus diesem Term ein plus 2 übrig. Macht man die Probe, x² mal 4x ist 4 mal x hoch 3, 2 mal 4x ist 8x, sieht man, dass auch das hier gestimmt hat. Ein letztes Thema ist das Rechnen mit Bruchtermen. Hier gibt es einige wesentliche Dinge. Das erste wäre gleich einmal das Kürzen und das Erweitern von Bruchtermen. Also, ich habe zum Beispiel einen Bruchterm 4x hoch 5 durch 8x². Beim Kürzen von Bruchtermen ist dasselbe zu berücksichtigen wie beim Kürzen von Zahlen. Das heißt, ich darf nur gemeinsame Faktoren im Zähler und Nenner kürzen. Ich kann also hier den Faktor 4 in beiden Zahlen kürzen. 4 dividiert durch 4 ist 1, 8 dividiert durch 4 ist 2. Ebenso kann ich hier im Zähler und Nenner x Faktoren kürzen. Und zwar x hoch 5 bedeutet ja nichts anderes als x mal x mal x und das 5 mal. X Quadrat wäre x mal x. Ich kann also zwei von diesen Faktoren kürzen, bleiben oben im Zähler noch drei dieser Faktoren übrig. Das heißt, Ergebnis nach dem Kürzen wäre x hoch 3 halbe. Erweitern bedeutet genau in die andere Richtung, nicht ich dividiere Zähler und Nenner mit derselben Zahl,
sondern ich multipliziere mit derselben Zahl. Zum Beispiel könnten wir diesen Bruch hier erweitern mit dem Faktor 3. Das heißt, wir multiplizieren sowohl den Zähler als auch den Nenner mit dem Faktor 3. 2 mal 3 ist 6, 3 mal x hoch 3 Sechstel. Dieses Ist-Gleich-Zeichen gilt nur deshalb, noch einmal, weil wir das sowohl im Zähler als auch im Nenner gemacht haben. Mit Bruchtermen lässt sich nun ebenfalls rechnen wie mit normalen Termen. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass man das nicht uneingeschränkt machen kann. Zum Beispiel 1 durch x plus a durch x kann ich sehr wohl auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und zwar, ich habe hier ja jeweils den gleichen Nenner. Das heißt, das wäre dasselbe wie 1 plus a durch x. Was man allerdings nicht machen kann, ist 7 durch x plus 5 durch 2 gleich hier zu berechnen. Bruchterme kann ich nur dann addieren oder subtrahieren, wenn ich den gleichen Nenner habe. Das heißt, ich müsste entsprechend erweitern oder kürzen, damit ich auf einen gleichen Nenner komme. In dem Fall wäre es ganz einfach, indem wir auf den gemeinsamen Nenner 2 mal x erweitern würden. Das bedeutet, ich muss bei diesem Bruch hier mit 2 erweitern. 2 mal 7 ist 14. Bei diesem Bruch müsste ich mit x erweitern. Das heißt 5 mal x. Und somit haben wir das auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. Beim Multiplizieren und Dividieren von Bruchtermen ist ebenfalls genauso vorzugehen wie mit Zahlen. Sprich 2 dividiert durch x² mal y hoch 5 durch 8. Beim Multiplizieren werden einfach Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner gerechnet. Bevor man allerdings bei Bruchtermen multipliziert, könnte man, um sich Rechenarbeit zu ersparen, vorab versuchen zu kürzen. In diesem Fall wäre das möglich. Und zwar, ich könnte hier, bevor ich ausmultipliziere, bereits den Faktor 2 kürzen. Hier bleibt 2 dividiert durch 2 ist 1, 8 dividiert durch 2 ist 4. Und danach multipliziere ich, Zähler mal Zähler, 1 mal y hoch 5, wobei ich den 1er ja nicht zu notieren brauche, durch x² mal 4, also 4 mal x². Das waren nun einige der wesentlichsten Aspekte beim Rechnen mit Termen und ich wünsche dir viel Erfolg beim Bewältigen der folgenden Aufgaben.